der Video 2 2018 beschäftigen wir uns mit der Frage, gibt es richtig gute Fernseher, auch in klein? Klein bedeutet für uns kleiner als 50 Zoll. Und wir kriegen viele Leserpost, die fragen, naja, ihr testet immer die 65, 75 Zöller Ultra HD, HDR, aber das passt gar nicht in mein Wohnzimmer rein. Ich hätte das gerne auch in klein. Und es ist oft so, dass tatsächlich, je kleiner die Fernseher werden, umso schlechter ist auch Elektronik und Lichtleistung. Und wir haben uns diesmal mit einem großen Testfeld drum gekümmert und geschaut, wie gut denn Fernseher unter 50 Zoll sind. Ja, in diesem Testfeld haben wir tatsächlich drei Testsieger gekürt. Das liegt daran, dass der Preisbereich sich von 600 Euro bis 2100 Euro erstreckt. Und es zwei Größen gibt, nämlich 43 und 49 Zoll. Deswegen haben wir den Überflieger zum Testsieger gemacht, einen 49 Zoll Fernseher und einen 43 Zoll. Ja, bei den kleinsten Fernsehern, den 43 Zoll, ist der Panasonic TX43EXW754 angetreten gegen den Metzplanea 43TX77. Der Panasonic hatte leicht die Nase vorn, denn er hat wenigstens ein bisschen rudimentäres lokales Dimmen, dadurch den höheren Kontrast, den besseren Schwarzwert. Und er hat halt jede Menge mehr Smart-TV als der Metz. Ansonsten ist bei dem Metz tatsächlich die Aufnahmefunktion noch ein bisschen besser. Der hat eine Festplatte eingebaut, der Metz. Aber insgesamt ist der Panasonic dann doch Testsieger geworden, weil er einfach das bessere Gesamtpaket hat. Der Metzplanea 43 TX77 ist zwar nicht Testsieger geworden, aber er hat einige Vorzüge, die kein anderer hier zu bieten hat. Denn er hat eine Festplatte eingebaut, die intelligentesten Aufnahmefunktionen und hat die mit Abstand beste Verarbeitung. Er ist auf einem richtigen Glasfuß aufgestellt, hat ein sehr schönes gebürstetes Alu mit geschliffenem Alu als Rahmen, hat einen komplett Alu umlaufenden Rahmen. Das heißt, von der Wertigkeit, von der Verarbeitung und von den Aufnahmefunktionen ist der Metz tatsächlich das beste Gerät dieses Tests. Der Hisense H49N5705 ist mit nur 600 Euro unverbindlicher Preisempfehlung das mit Abstand billigste Gerät im Test. Aber tatsächlich kann man damit auch wunderbar fernsehen. Mit HDR und erweitertem Farbraum hat er es nicht so. Aber normales Fernsehen, tatsächlich Übertragungen und auch Smart TV klappen mit ihm sehr gut. Er hat Amazon, Netflix, YouTube, Videosiety. Die Sachen mit klassischem Farbraum sehen wunderbar aus. Er hat ein sehr, sehr homogenes Tunerbild und hat auch tatsächlich eine sehr, sehr leichte Bedienung. Also als Einstiegsfernseher Topgerät. Der Sony KD49XE9005 hat bei den, sagen wir, normalen 49 Zöllern den Testsieg errungen. Es ist ein Android-Fernseher, heißt, er hat besonders viele Apps, besonders viel Video on Demand und innovative Medienfunktionen. Das klappt da alles wunderbar. Ist etwas schwer zu bedienen, aber das stört uns nicht. Highlight des Fernsehers ist, dass er 30 Dimmzonen hat. Das heißt, er kann das tiefste Schwarz erzeugen und gleichzeitig an anderen Stellen im Bild richtig reinknallen. Er ist nicht der hellste des Tests, aber bringt das beste HDR-Bild in seiner Preisklasse und deswegen haben wir ihn zum Testsieger gemacht. Der Samsung QE49Q7C ist tatsächlich Samsungs kleinster QLED, hat aber die meisten, eigentlich alle, positiven Aspekte der Superfernseher von Samsung. Deswegen ist das der Überflieger dieses Testfeldes. Ist allerdings auch preislich der Überflieger, denn wo die anderen zwischen 1300 und 600 Euro liegen, kostet der Samsung 2100. Man kriegt aber auch tatsächlich eine super Qualität dafür. Der ist dreimal so hell wie die anderen. Wir haben ihn mit 1300 Nits gemessen, das ist richtiges HDR. Er hat den weitesten Farbraum. Also das ist im Prinzip der Fernseher, der alles kann. Kostet ein bisschen, aber wenn man wirklich den kleinsten, besten Fernseher haben möchte, ist man mit dem Samsung top bedient. Bei den Tests, wo ja HDR und erweiterter Farbraum eine große Rolle spielt,
haben wir gesehen, dass das lokale Dimmen wirklich der entscheidende Faktor bei einem LCD-Fernseher ist, um ein gutes Bild im dunklen Raum oder im abendlichen Wohnzimmer hinzubekommen. Und tatsächlich haben die drei Fernseher, die lokal dimmen können, auch den Testsieg errungen durch den überlegenen Kontrast und die damit bessere Bildqualität.